Ja, du gehst auf die da. Sehr schön. Schutz rein. Okay, die Namtarus sind jetzt nicht mehr das Problem. Eher die Lamassi. Und ihr. Die Geister sind das Problem. An die habe ich gar nicht mehr gedacht. Okay, die Geister müssen weg. Die sind weg. Jetzt die Vampire. Ach, so viele Probleme. Alle wieder reparieren und dann... Muss ich mal kurz gucken. Du hast 48 verloren. Von den Kröten sind 400 weg. Sehr schön. Die anderen vernichten sich da untereinander. Kenshi sind gleich wieder weg. Okay, dann sind wir die schon mal los. Sehr schön. Kaum noch welche da. Istvan, du hast nicht mehr lange zu leben. Es ist erstaunlich, dass ich gegen dich nochmal kämpfen darf. Nein, nicht laufen, töten. Genau so. So ist schön. Gut, die Kenshis sind weg. So, super Schlag auf ihn und dann war's das. Kodex des Erzmagiers, Reliquie. Ich bin dieser Schlacht müde. Es wird Zeit für etwas Ruhe. Ja. Angriff und Magie. Der Erzengel Michael geht in die Mitte einer dunklen Höhle und wartet dort, so als rechne er mit dem Auftauchen eines anderen. Plötzlich erwacht ein Schatten zum Leben und der Drachenritter Kate vom Greif nähert sich ihm langsam und bedächtig, um sich direkt vor ihm aufzubauen. Die Atmosphäre scheint sich zu verdichten. Da sich die Helden des Lichts und des Dunkels treffen, um über das Schicksal der Welt zu diskutieren. Ihr habt Ashans Schicksal besiegelt. Die Gesichtslosen werden die Welt in Schatten hüllen. Ihr habt das Gleichgewicht gestört. Ihr habt den Dämmerpakt gebrochen. Ihr habt Menschen wie Hunde gezüchtet. Ihr habt meine Kinder benutzt. Unsere Gefäße waren Anhänger Elrads und bereit für unsere Seelen. Und was hat eure Torheit gebracht? Auch die Gesichtslosen haben neue Verbündete und sie mit ihrer Essenz durchwirkt.
Welcher Fluch liegt auf dem Greifenhaus, dass wir dazu verdammt sind, so jung zu sterben? Hier stehen wir. Mutter gegen Tochter. Ich bin euer Kind, Mutter. Schaut in den Spiegel, wenn ihr so etwas fragt. Ich wurde in die Ehe mit einer Bestie verkauft und dann ignoriert. Das war nicht meine Entscheidung, aber es ist eigenartig. Auch ich war einst mit Gerhard verlobt und auch ich bin nur in Blut entkommen. Schön. Vom Verkauf eurer Kinder zum Bündnis mit den Gesichtslosen. Ich bin vielleicht kein Freund von Michael, aber ich traue den Anhängern Malassas nicht. Dann ist das deine Wahl und meine ist, mich zu wehren. Der Drachenritter Cade marschiert entschlossen zur Spitze eines Hügels und kauert sich wie zur Vorbereitung eines Sprungs hin. Cade verwandelt sich in einen gewaltigen Avatar Malassas, dessen Erscheinung ebenso prächtig wie beängstigend anzuschauen ist. Der erzürnte schwarze Drache erhebt sich hoch in den Himmel und stößt dann sofort zum Angriff heran. Malassa, der Geist Sarbadons ruft dich in meinem Namen. Da wird's ernst, gegen ihn zu kämpfen. Auch wenn wir so viele Drachen dabei haben, es könnte schwer werden. Wir speichern an dieser Stelle. Zur Sicherheit. Und dann geht's los. Ein Drache gegen 270. Mal gucken, wie weit wir kommen. Du gehst bitte dahin. Haben wir noch mehr? Nee. Wir haben bloß noch 4 Parteien. Du bist doch eine High Lady, oder nicht? Du gehst nach hinten. Du gehst auch nach hinten. Die da. Die steht hinten. Ja, nee, ist richtig. Dann sind wir korrekt gewappnet. Hundertachtzigtausend. Geht nicht. Kettenblitz? Nee. Blitzstrahl? Ja. Hat ihn mal gepiekst. Gut, er macht nicht ganz so viel Schaden. Aber vielleicht kommt das noch. Oh, er kommt fast dran. Aber unser anderer Drache, der kommt ran. Eisblitz. Oh, das war ein schöner fetter Hit. Auf seinen fetten Hintern. Er schießt auch immer in dieselbe Richtung. Ich weiß nicht, was ihm das bringt. Er will die ganzen Fernkämpfer loswerden. Die Hälfte haben wir. Also ernst hin oder her, August ist besser. So, Cade. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Trotz der 180.000 Lebenspunkte haben wir dich gleich besiegt. Vorausgesetzt, du machst jetzt nicht noch irgendeinen Überraschungsangriff. Okay. So, jetzt kannst du wieder deinen Superangriff machen. Das machen wir auch gleich. Implosion. Superangriff auf ihn. Sieh es. Was ist das denn?
Ah, und erst wenn alle besiegt sind, können wir weitermachen, richtig? Und die Leute sind alle befallen. Oder bist nur du befallen? Abwarten. Heilen geht nicht. Abwarten. Gut, jetzt wieder hin. Malassas Tochter. Dass Kate Malassas Tochter ist, hätte ich nie gedacht. Blitzstrahl geht nicht, Eisblitz rauf da. Und gleich geschafft, noch 2260 Schaden. Runde 7. Das war's. Yes! Aus der Schusslinie. Besiegt Kate, ohne bei einem ihrer Angriffe mit mehr als einer Einheit Schaden zu nehmen. Die heldenhaften Kinder des Greifen versammeln sich um den Leichnam ihrer Mutter, der Herzogin Kate, als er neben ihrem Gemahl Slava in einem Grab herabgelassen wird. Sveltana schaut jedes Kind voller Mitgefühl an und wendet dann den Kopf in feierlichem Ernst himmelwärts, um die letzte Grabesrede für den gefallenen Drachenritter Malassas zu halten. Kate, Herzogin vom Greif, Frau von Slava und Drachenritter Malassas, wir begraben euch in der Krypta der Vorfahren neben dem Leichnam eures Gatten. Hier ist euer Platz. Wir sind heute nicht hier, um euch als stolzes Mitglied der Greifendynastie und tapfere Hüterin Aschans zu ehren, sondern als die fähige Mutter eurer Kinder, die ihren Flug fortsetzt nach dem Übergang. Ihr seid immer dem Herzen gefolgt. Und vor allem so wird man sich an euch erinnern. Oh ja. Wir sind bereit. Doch der Dämmerpakt bindet uns die Hände. Wir verstoßen nicht gegen den Willen Malassas. Ich bin nicht wie ihr gebunden. Wir neigen euch die Freiheit. Freiheit? Mein Volk wurde von Sylana, unserer Drachengöttin, verlassen. Die grenzenlose Gier Imperator Liam Falkes und der schändliche Verrat unserer elfischen Brüder hat uns in euren Schutz getrieben. Dennoch raten wir nicht zum Krieg. Wir wagen nicht, das Gleichgewicht zu stören. Dann werden wir eben selbst entscheiden. Wir werden den Ritualen Malassas folgen, die uns schützte, als es kein anderer Drache tat. Und wir werden der Welt unseren Stempel aufdrücken, so wahr mein Name Ra'elak ist. Womit Ra'elak wiedergeboren wäre. Aus dem fünften Teil. Meine Lieben, wir haben es geschafft. Spiel beenden. Wir sind durch. Also, gibt keine weitere Karte. Das ist nicht mehr zu tun. Oder hier ist nichts mehr zu tun. Aber jetzt kommt die zweite Kampagne Dunkel mit zu viel Licht. Demnächst. Im nächsten Part. Diese drei Parts waren sehr kurz. Es tut mir leid. Ich habe auch schon auf die Aufnahmezeit geguckt, so 41 Minuten und da ist jetzt gerade vorbei. Nicht so gut, weil dann durch drei nicht so viel. Okay, nein, trotzdem. Ich danke euch fürs Ansehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis nachher.